Weiter geht's in Super Mario RPG. Ich vermute, dass wir kurz vor dem Finale stehen, das hier hinter dieser Tür oder diesem Durchgang lauert. Denn wir sind hier in Schmiedrichs Fabrik, hier werden seine, ja, Maschinenkonstrukte gefertigt. Wir haben jetzt gegen einige starke Gegner gekämpft. Und das hier scheint mir nicht das Finale zu sein. Okay, Schufterboss. Schau an, schau an, wenn das nicht Mario ist. Liebe Freunde, hier ist euer Weg zu Ende. Erfreut euch des Gefühls, es fast bis zu Schmiedrichs Stätte geschafft zu haben. Doch eben nur fast. Nun werdet ihr als Zielscheiben dienen, und zwar für meine wundervolle Erfindung, den Pyropanzer. Feuer frei! Okay, wir kämpfen gegen den Pyropanzer. Meinetwegen. Versuche erstmal ihn hier wegzumachen. Sehr erfolgreich. Oh, wie stark. Lichtklinge. Okay, auch stark. Armer Geno. Na gut, eine Geno-Nova. Perfekt. Und ruff. War. Und eine Cooper-Randale. Na, die war nicht so stark. Das Integrator, das klingt brutal. Das hatten wir aber schon mal. Oh mein Gott. Ja, nehmen wir das hier. Einen Sumpf-Smoothie. Klingt nicht sehr lecker, aber brauchen's. Okay, der eine ist schon mal besiegt, aber dieser Panzer, der macht mir Sorgen. Ah, Bowser kann aber gut dagegen kämpfen. Elektroschock. Ah, so ein bisschen abgewehrt. Ah, so schlimm ist der Panzer, glaube ich, gar nicht. Verzeige erhöht, ja, gut. Und schon wieder der Desintegrator. Ah, wir schaffen es aber jetzt. Bin zuversichtlich. Ha, Panzer kaputt. Und Geld. Okay. Oh, noch ein Schalter. Trotzdem scheint das Werk weiter Waffen zu produzieren. Schau Mario, dort. Die Waffen scheinen jener Röhre zu entspringen. Dort muss sich Schmiedrich verbergen und unermüdlich seine Kampfwerkzeuge fertigen. Er steht fest, um das letzte Sternstück zu finden und den Fluss neuer Waffen zu stoppen, muss er besiegt werden. Es ist soweit, Mario. Ein unausweichlicher Kampf steht uns bevor. Bist du bereit? Unser Abenteuer ist fast zu Ende. Danach werde ich. Ach, einerlei. Komm, lass uns los. Ja, Genos Zeit auf dieser Erde endet dann wohl. Er ist ja nur in diese Holzpuppe gelangt, um uns hier helfen zu können. Und wir waren so anscheinend zu Schmiedrich. Okay. Na gut. Ist ein bisschen wie so ein Goomba, aber auch komplett anders. Huch, schau nur. Da drüben. Das ist das letzte Sternstück. Oh, an seinem... Ja, genau, an seiner Brust. Das ist also Schmiedrich. Habt euch meine Arbeitsstätte zur Genüge betrachtet, wie? Schaut zu, mit welcher Leichtigkeit ich neue Schergen fertige. Schmiedrich, lass dein Schurkenwerk und gib uns das Sternstück sofort. Nanu, du da, du bist doch Mario, stimmt's? Wir werden wohl ein wenig um das Sternchen streiten müssen. Amboss-Fratze, lass den Stern rüberwachsen und dann raus mit deiner Blechbande aus meiner schönen Festung. Na na, wer wird denn gleich aus dem Panzer fahren, werter Freund? Deine Festung gefällt mir ausgesprochen. Ein wunderbarer Bösewichter-Hort, jawohl. Schmiedrich, sei kein Ungeheuer. Wir haben so viele Strapazen erlebt. Bitte, gib uns das Sternstück. Okay, Peach, damit kommst du aber nicht durch. Ich sag euch was. Ihr gebt mir jetzt eure Sternstücke und dann unterjoche ich eure armselige Welt, die mir ohnehin gebührt.
Nie soll dort ein Wunsch in Erfüllung gehen. Statt Wünschen gibt es dann nur Waffen. Waffen überall. Kommt nur, Schwächlinge. Ihr sollt unter meinem Hammer enden. Das ist also der finale Kampf. Glaube ich zumindest. Ja, gut, dann würde ich sagen, fangen wir an, Geno. Bowser. Fresse, nicht abwehrbar. Utsch. Okay, Geno habe ich ganz gerne dabei. Ich würde aber gleich einmal Bowser wegpacken. Meteoriten schon mal auch nicht abwehrbar. Aber hübsch. Oh. Ja, hübsch ist das. Aber ouch. Irgendwie ein bisschen glibberig aus. Okay, damit macht er sich anscheinend Freunde. Na gut, dann eine Genonova. Die trifft alle. Dass der noch lebt, wundert mich. Ah. Okay, Sternenschock geht leider nur auf einen. Ich würde den Tigel ganz gerne wegmachen. Wahrscheinlich ist das ein Fehler, aber ich will es trotzdem. Oh ja, das war stark. Okay, Mello, von dir möchte ich einen Gedankenlaser auf Schmiedrich. 1047, das ist nicht so viel. Ach, stimmt, eine Lichtklinge. Ist sie so ein bisschen abgewehrt. Dann gehen die guten Heilungssachen langsam aus. Jetzt leider schlecht. Okay, er baut sich was Neues. Ach so, ein. Würde ich sagen, noch eine Genonova. Wo ist halt, dass diese kleinen Shy Guys diesen Schwerthagel können und der ist echt nicht so schwach. Der Tigel ist aber bald besiegt. Würde ich sagen, noch eine Genonova? Das reicht nämlich dann fast schon, oder? Meteoritensturm. So schön die Attacke auch ist, sie ist sehr brutal. Ja. Okay. Also, dass Bowser fast tot ist. Technik. Ah, Mist. Aber die Pilzkönigreich-Charaktere, die werden das jetzt schaffen. Bin zuversichtlich. Also ich wäre fast besiegt. Oh, der Tigel ist auch besiegt. Das ist gut. Und ein Gruppenknuddeln.
tatsächlich besser abwehren können. Aber Schmiedig müsste auch gleich besiegt sein. Er kann nicht mehr so viele Leben haben. Okay, ich glaube, die nächste Phase startet. Oh nein. Das Schmierig, beruhigt euch doch. Ihr qualmt ja richtig. Nur die Ruhe, Meister. Denkt an euren Blutdruck. Ich dachte, Öldruck. Diese Plattform wurde erst gestern gebaut. Bitte bringt sie nicht zum Beben sonst. Erbärmliche Störenfriede. Oh je. Was geht hier vor? Wer wagt es mit dem Boden unter den? Ja, super gemacht. In mir kocht es, es brodelt. Glühender Zorn, wie ich ihn nie verspürte. Nie musste ich solche Frevelei ertragen. Es ist Zeit. Nun sollt ihr meine wahre Gestalt sehen. Meine wahre Macht, Gram und Leid ohne Grenzen sollen euer sein. Oh je. Er explodiert. Ich weiß nicht, ob er jetzt gruseliger aussieht oder einfach nur peinlich, ja. Ich tendiere eher zu letzterem. Und er haut sich selbst. Oh, okay. Interessant. So, ja, Peach kann jetzt nicht mehr viel machen, deswegen trinke ich jetzt einen Royal Sirup. Meine BP wieder her. Und belebe gleich Bowser wieder. Okay, ich hole erstmal Geno. Nice. Und ja, Gruppenknuddel nicht. Ich würde sagen Heilung. Lichtsalve. Das Gute bei Genos-Attacken ist, dass die wirklich einfach einzusetzen sind. Ich habe langsam Marios Moveset raus. Psychobombe! Das ist auch einfach, aber ist das so oft drücken? Kann der Panzer jetzt mal kaputt gehen? Wie viel hält er denn aus? Okay, ändert sich. In seine Standardform. Und noch einmal. Na gut, meinetwegen. Oh, Peach, haust du rein. Spiegen. Schmiedigs Körper ist kampfunfähig. Okay, also nur auf seinen Kopf. Alles klar. Schwertage. Oh, shit. Gruppenknuddeln, das braucht auch so wenig BP. Das ist echt praktisch. Das heilt richtig viel. Okay, das war jetzt billig. Felslawine. Kann nicht abgewehrt werden. Mist. Ich strotze nur so vor Kraft. Kann wieder kämpfen. Ah, Mist. Shit.
nett. Ich wollte gerade meine Triotechnik einsetzen. Ich glaube, die hatten wir auch noch nie. Cool. Und jetzt? Halt das nur. Dann schützt uns. Oh, das ist gut. Ich hätte vielleicht lesen sollen, was das macht, aber es ist anscheinend gut. Dunkler Stern. Aha. Shit. Meteoritensturm. Wir können es nicht abwehren, wir haben diesen Schild. Und dadurch konnte Peach dann doch abwehren. Oh je, das sieht nicht gut aus. Ohne Peach bin ich aufgeschmissen. Just saying. Wie einfach so ein Powerstern kriegt. Okay, greife ich an oder wehre ich ab? Ich greife an. Hätte abwehren sollen. Heilen sollen, nicht abwehren. Wobei es noch in Ordnung ist. Jetzt in Gruppen knuddeln. Dann war das doch alles soweit in Ordnung. Okay, ändert sich wieder. Aber in die gleiche Form. Ich nicht mal Gruppenknuddeln machen. Ich muss auch angreifen. Meine BP gehen mir aus. Okay, ich greife mit Geno an. Das verstehe ich nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob er sich damit auch wieder heilt. Geno. Okay, Ultrafeuerball. Ah, wirkungslos gegen den einen. Dann hat sich das nicht gelohnt. Ich hätte gerne Mellow, damit ich einmal gucken kann, ob er sich wirklich mit seiner Verwandlung immer wieder heilt, aber jetzt hat er eine andere. Oh je. Ich bewegen. Ich denke, das ist gut. Das war leider schlecht. Das war auch schlecht. Das war löschlich. Nicht abwehrbar. Was hat er denn gemacht? Mein Kopf, mein Körper, ich glühe vor Hitze. Unmöglich und denkbar. Haben wir es geschafft? Das darf nicht sein.
Nein! Das ist mein Ende, ich kann nicht mehr. Elende Quillgeister, die ihr seid. Nein! Mach schon, Mario. Schick das letzte Stück nach oben. Okay. Der gelbe Stern, ach, wie schön er ist. Damit haben wir alle Sterne beisammen. Doch, was passiert jetzt noch? War es das schon oder kommt noch was? Also außer halt das Ende. Ich danke euch allen. Die Sternenstraße funkelt wieder wie neu. Und mehr noch. Gehen uns wieder eine Puppe. Ich muss zugeben, ich dachte, das Schwert da wäre schmiedrig. Aber das war ja nur Exor. Naja. So, jedenfalls zerfällt Exor zu Staub. Und Bowsers Festung ist wieder, naja, so gut wie neu. Und die Sternstraße funktioniert wieder. Wünsche können wieder erfüllt werden, richtig? Der Wunsch von Toadzart. Oh, Weise Quark ist auch da. Oh. Lass mal gehen, das ist ein bisschen traurig. Ich meine, er lebt ja noch, aber er ist halt wieder jetzt in der Sternenstraße. Oh je, die Yoshis. Das habe ich ja ganz verdrängt. Yoshi und Boshi. Okay, Boshi und Dingens sind dann abgehauen. Und Valentina möchte jetzt anscheinend Borsto heiraten. Ja, Dodo. Man muss sagen, das Spiel hat schon sehr vielfältige Orte und Charaktere. Man merkt eben auch, dass es das allererste Super Mario RPG-Spiel war.
und uralt ist. Das hat man wirklich gemerkt, so im Gameplay, in der Story. Aber es ist schön, dass ich dieses Spiel jetzt endlich mal spielen konnte. Auch in dieser schönen Grafik für Switch. Oh, guck mal hier, Bowser macht sich nützlich und repariert seinen. Na gut, das ist seine Festung. So nützlich ist das gar nicht. Ein Schalker in der Clownkutsche, okay. Okay, mir hat auch sehr gut gefallen, dass man hier eben so Custom-Charaktere hatte, aber eben auch sehr viel aus dem Pilzkönigreich Bekanntes. Also, das war echt eine schöne Mischung. Thank you! Ja, Mario, gerne. Since 1969. 96. Oh, ist das die alte Grafik? Ich weiß nicht, ob ich das in dieser Super Mario, also Super Nintendo Grafik geschafft hätte, dieses Spiel, weil, also ich war jetzt nicht so begeistert, hat man vielleicht auch gemerkt. Ich habe es gerne gespielt, weil ich es einfach gerne spielen wollte, weil ich, es ist halt so ein historisches Spiel, das ich noch nicht kannte. Deswegen auf jeden Fall wollte ich es spielen, aber ich sag mal so, es hat mich jetzt nicht so geflasht. Ich denke, das ist ein Spiel, das auch sehr viel von Nostalgie abhängt. Aber ist nicht schlimm, denn bald werden wir Paper Mario 2 spielen. Das wird ja auch für die Switch erscheinen. Und da habe ich große, große nostalgische Gefühle zu. Freue ich mich sehr drauf. Und im Grunde habe ich jetzt auch wirklich jedes Super Mario RPG Spiel gespielt. Also ich habe alle Paper Marios gespielt und noch nicht auch hier auf dem Kanal. Also hier auf dem Kanal müssen wir auf jeden Fall noch Paper Mario 2 machen. Aber das habe ich ja gesagt, kommt. Und die Mario und Luigi Spiele würde ich auch ganz gerne mal angehen. Aber müssen wir mal gucken. Jetzt erstmal zu diesem Spiel. Ich fand es in Ordnung, so wie es war. Wie gesagt, es ist eben ein altes Spiel und man merkt das auch. Aber ich meine, ich war ja darauf gefasst. Und deswegen war meine Erwartung auch etwas niedriger, als sie sonst wären. Und da wurden die Erwartungen aber auch dann komplett erfüllt. Storymäßig war es ganz gut. Der Humor, der hier kam, fand ich auch wirklich passend. Ich weiß nicht, wie viel davon geändert wurde. Ich denke mal, der Humor damals war noch ein bisschen schwärzer. Aber das wird man wahrscheinlich angepasst haben an die heutige Zeit. Ja, von daher. Ich bin zufrieden mit dem Spiel. Ich würde sagen, wir lassen die Credits ablaufen. Und dann, ja, schauen wir, ob es noch irgendwas gibt, was man hier machen muss. Oder nicht. Ich habe auf jeden Fall nicht jetzt hier den Drang, 100% zu vervollständigen. Vielleicht gucken wir nochmal bei Boshi rein, aber ich glaube eher nicht. Wenn sich jetzt neue Inhalte auftun, dann, ja, würde ich sagen, machen wir die. Aber das sehen wir dann nach den Credits.
Ach, Geno. Der Pilzpalast hat auch ein sehr komisches Design in diesem Spiel. Ist halt noch vor Super Mario 64, ne? Deswegen, das Design des Pilzpalastes aus 64 hat ja dann doch bleibenden Eindruck hinterlassen, anders als dieses Design mit den blauen Dächern. Aber gut. Ein Pilz. Ende. Okay. Ja, gibt's hier noch irgendwas zu tun oder tolle Extra-Elemente warten auf dich? Okay. Dann speichern wir mal. Spielabschlussdatei. Was wartet denn noch auf uns? Wir gehen mal rein. Mario schläft auf jeden Fall noch ganz gemütlich. Mario, bist du wach? Du hast ja tief und fest geschlummert, stimmt's? Träumst du etwa, du hättest den bösen Schmiedrich besiegt? Bin ja heilfroh, dass ich dich noch erwischen konnte, ehe du dich in die Fabrikwelt aufmachst. Hier, ich hab was für dich. Sweet-Coupon erhalten? Sammel damit am besten nochmal in der Luxus-Suite in Eheling all deine Kräfte, ehe es in die Hülle des Löwen geht. Und das war schon alles von mir. Ich wünsche einen wunderschönen Aufenthalt in der Suite. Okay. Moment, was heißt das? Ist der etwa noch hier oder was, der tolle Schmiedrig? Natürlich ist er noch hier, weil wir brauchen ja irgendwie eine Möglichkeit, ihn jetzt nochmal zu besiegen, aber ich bin verwirrt. Wir können auf jeden Fall dahin. Und wir können auch sofort zum Tor. Interessant. Dann würde ich sagen, machen wir das nächste Mal noch einen Part und schauen nochmal rein, was es hier noch so zu tun gibt. Leute, bis dahin wie immer nur das Beste. Macht's gut.